Hallo, hallo und willkommen bei Fame or Blame. Ich bin euer Begleiter Syl und ja, meine Damen und Herren, unser Gegner ist dieses Mal Minkana und Ricardo spielt König Tryndamere, die alte Drecksau. Ja. Ricardo dachte sich mal, er muss richtig lame sein nach dem Debakel mit Jax. War aber ein schönes Spiel, muss ich sagen. Ich hab's gesehen. Ja, also ich fand's auch echt schön, so, dass Jax jetzt OP ist oder nicht. Also das Spiel ist ziemlich ausbalanciert, finde ich. Und Jax kann auch leicht gekontert werden. Ist nun mal so. Minkana fängt an mit einem schönen Vampirik-Zepter, 6 Pots und einer Chain West. Während Ricardo anscheinend, Ich glaube, Ricardo war an dem Zeitpunkt noch rauchen. Ja. Auf jeden Fall. Minkana ohne große Fluchtmöglichkeiten mit den Summoner-Spells, Ignite und Barriere. Er verlässt sich auf seine 2 guten Füße. Ohne Schuhe auch noch. Ja. Ah, mal sehen, was Ricardo jetzt gleich kauft. Ich bin sehr gespannt. Oh, Klinge der Habgier, der Penner. Ja, Klinge der Habgier, Gold per 5, kann nicht schaden. Ja, und dazu noch Schuhe und Pots. Ja, und darunter mehr mit fehlendem Life ja mehr Schaden macht. Habe ich neulich auf die harte Tour gelernt. Oh, armer Tio. Ja, ich habe es echt nicht gecheckt, dass das umgebaut wurde. Ich habe echt immer noch gedacht, das wäre dann mehr Crit-Chance. Nee, Crit-Chance ist ja ein roter Balken. Naja. Auf jeden Fall, okay, ich hab's nicht gelernt. Auf jeden Fall sieht für mich das zurzeit nach Ricardo aus. Okay, das der Satz also kam nicht so viel Dio, aber egal. Wir werden jetzt einfach mal so drüber sagen, dass wir das nicht gehört hätten. Ja. So. Ah, hier wunderschön, wie Ricardo sich den ersten Creep holt. Ah, diesen, wie er graziös hin und her läuft. Ja. Hier wunderbar auch den zweiten Creep geholt. Er lässt sich jetzt leicht von Minkana hinten. Und hier haut Ricardo instant auf ihn ein. Ja. Wunderschön. Ah, Minkana unter Hälfte live. Ja, sehr schöner Bait, einfach mal. Ja. Vor allem, weil jetzt schon der erste Pot direkt drauf geht. Ja, Lothar kriegt die hart auf den Sack. Ja. So. Ja, Irish Whiskey. Nee, Sibirisch Husky war's, genau. ja, auf jeden Fall, Ash, gute Wahl gegen Tryndamere. Ich weiß nicht, weil Tryndamere Ulti. Und jetzt geht's wieder los, Bait Nummer 2. Ash hat wieder keine Fluchtmöglichkeit. Warum setzen da jetzt so früh den Verbrennen ein? Und da geht der Exhaust down. Tryndamere verliert immer mehr Leben, macht immer mehr Schaden. Und da dann. Und ja, da ist die Geschichte gegessen. Ja, ich denke mal, das wird ein easy Game. Ja, also das war zu erwarten, dass das jetzt so ausgeht. Ja. Gerade am Anfang, da Tryndamere eigentlich ja gegen Ashe, die keine Fluchtmöglichkeiten hat, sehr freudig ist, einfach mal, hey, Wirbel tot. Ja, das wäre, glaube ich, unfair, wenn ich zum Beispiel gegen Ricardo spielen würde. Also, ich hätte an dieser Stelle wahrscheinlich Teemo gepickt. Ja. Nur bei mir und Ricardo ist das so, wir kennen uns gegenseitig ziemlich gut und wir wissen, was wir da bannen müssen. Also, mit Minkana haben wir auch schon ein paar Mal zusammengespielt. Auch da wissen wir, was da ungefähr gekommen wäre. Das hat man an den Bans gesehen, die kann ich an dieser Stelle mal nennen. Gebannt wurden Master Yi, Jax, Lee Sin, Darius, Pantheon und GP. Also darum diesmal kein Jax wahrscheinlich. Nicht, weil er nicht will, er durfte nicht. Ja, Jax hat ja Ricardo gebannt. Also Ricardo wollte kein Jax spielen, weil er dachte sich, ah, ich bin nicht so lame. Ah, Ricardo hat Ulti, der könnte jetzt kinderleicht an Tau holen, aber es tut es nicht. Er will Minkana irgendwie noch so ein bisschen Restehre lassen. Ah, der arme Lothar. Ja, und vor allem, er hat den Self-Heal. Gut, daran hat Lothar auch gedacht, muss man sagen. Aber ich sag mal so, eine Ashe macht am Anfang ziemlich wenig Schaden. Ich meine, das sind 70 gegen hier 123. Das ist Unterschied wie Tag und Nacht. Und ja, das ist einfach. Das bringt noch nicht so viel Lifesteal. Bei 10% macht er 7 Health pro Schuss. Das ist nicht wirklich viel. Ja, und hier auch der leichte Creep-Unterschied hier gerade erst. 11 zu 26, also Tendenzen sind gleich beim Ricardo. Und Hauptsache ihm das Health-Relic vor der Schnauze wegnehmen. Selbst wenn er danach mit weniger Health rauskommt, Hauptsache er kriegt's nicht. Ja, also, Ricardo kann ja danach immer noch zur Not Ulti zünden. Ja, eben das. Und außerdem hat er ja auch noch seinen Coup. Indem er sich einfach mal jetzt wieder, hey, ich bin wieder halb voll. Also ich glaube, hier hätte Ricardo hätte keine Chance gegen Teemo gehabt. Teemo hätte ihn hier ordentlich vergewaltigt. Ist so die Sache. Ich meine, wenn es jetzt zum Beispiel Lothar schafft, ihn seinen Ulti-File vernünftig einzusetzen, den er jetzt ja zu diesem Zeitpunkt hat, eben am Tower, während er dann versucht, ihn zu diven, stunt, dann kann er das doch wieder aufholen mit dem Schaden. Dann kann er noch ein bisschen Geld rausholen für sich. Ah. Das ist Lothar. Ist natürlich ist Lothar, aber was soll man sonst anderes machen? Oh. 18 zu 32. Ja, so,
Gut, also sich mal da durchzudrehen, gerade wenn man sowieso von Ash eine Salve kassiert, das ist auch nicht gerade schlau. Naja, aber Ricardo kann das ja ziemlich egal sein. Ricardo hat eine viel, viel bessere Sustain, allein schon aufgrund seines Q-Skills. Ja. Und er hat ihn ja ständig voll, wie man hier gerade sieht. Ja. Und hier will Ricardo es wieder wissen. Ah, Ricardo könnte sogar Tower-Dive. Nein, er entscheidet sich zum Gegenteiligen. Ja gut, der Tower macht doch noch ziemlich viel Schaden. Ne? Er hat ja, wie gesagt, bisher ja nur Gold per 5 und seine Schuhe. Hat aber inzwischen 2500 Gold. Wenn er es irgendwann mal hinkriegt zu sterben, vielleicht aus taktischen Gründen, ich weiß es nicht, ich traue es mir Kana zurzeit gerade nicht zu, dann hat er richtig Substain. Also dann ist es, glaube ich, vorbei zu dem Zeitpunkt schon, weil mit 2500 Gold lässt sich für ein Tunnelmeer sehr, sehr viel Scheiße anstellen. Ja. Ja, ich wüsste gar nicht, was ich jetzt hier mit 2500 Gold kaufen würde. Ich denke, entweder mal was mit Lebensraub oder direkt was mit Crit und ordentlich Damage. Also bei 2500 würde ich mir ein unnötig großes Schwert holen, oder wie das jetzt auch immer unnötig heißt. Unnötig großes Schwert, okay. Ja. Du meinst VG-Schwert? Ja, VG-Schwert. Very big sword. Ja. So, das ist viel zu großes Schwert, nennen wir es mal einfach so. Und dann halt vielleicht noch hier, wie heißt es, das Vampire Rezeptor dazu. Aber ich finde, ein unnötig großes Schwert hat da hier der, na, wie heißt er noch? Gründermeer. Nee, der mit der Masia schreit. Nicht Garen, Garrett. Sondern, nee, der andere. Javan, ja, genau. Der hat doch kein Schwert, der hat eine Lanze. Ja, trotzdem ist es unnötig groß. Eine Lanze soll so groß sein. Ah, ist er zur Lancelot, oder was? Ja, der ist zur Lancelot. Genügend aus der schlechten Witzekiste. So. Ja, ich sag mal so, er hält versucht Ricardo hier zu poken, aber das ist beim Tundermeer, der schon seinen Kuh hochgeskillt hat, soweit wie er. Auf 5 nämlich, also, ja. Ja, hier hätte er auf jeden Fall Teemo haben müssen. Ja, ein Teemo wäre mit dem Gift auf jeden Fall nerviger geworden und er könnte vor allem von ihm weglaufen. Ja. Und Ricardo könnte ihn dann auch nicht mehr gefährlich werden, wenn Ricardo halt zu nahe kommt, ne? Ja, aber man sieht, wenn Ricardo viel Leben hat und seine Crit-Chance niedrig ist, er macht kaum Schaden dank der Weste. Da macht wahrscheinlich Ash mehr Schaden. Das Problem ist für Ash ist, wenn sie genau einen pokt und er runterkommt. Ja. Und Ricardo einfach ein bisschen mehr von der roten Leiste hat. So wie jetzt zum Beispiel. Ja. Also jetzt ist drin der Brand heiß und gefährlich. Ja, das Problem ist nur, er muss es jetzt benutzen zu healen. Dann bitte nochmal Rostio, das kam gerade sehr geleckt drüber. Er muss es aber anscheinend auch immer dauernd benutzen, es sich zu healen, weil er sich gerne halt in die Pfeile von Ash reindreht. Ja, und anscheinend hier im Ash sein Damage noch ziemlich am Arsch vorbeizugehen. Ja, wenn Ash mal zurückkommt, die hat auch inzwischen immer 2500 jetzt zusammen, dann könnte das ziemlich böse werden. Aber jetzt haut Ricardo da drauf. Das könnte Ricardo total geil sein. Jetzt geht die Ulti an. Hier stirbt jetzt Ricardo, denke ich mal. Nee. Wow. Aber jetzt könnte Ricardo ganz easy peasy am Tower sterben. Warum er das noch wieder nicht tut, verstehe ich nicht. Ja, jetzt müsste er erstmal die Zeit warten. Ich sag mal so, jetzt hat die Ash Geld. Hat sie schon mal Boots gekauft? Zweier Boots? Und ist wahrscheinlich jetzt gerade am Überlegen. Oh, ein Dornenpanzer. Wie viel Gold hat momentan Ricardo? Ricardo hat zurzeit 4000. Ab 4000 Gold, meine Damen und Herren. Ihr habt ja gerade gesehen, ich habe wieder diesen doofen Bug. Ich hasse diesen Bug. Alle Summoner Spells sind aufgeflogen, alle Ultis sind raus. Und jetzt kommt Ash wieder auf eine Lane mit einem Thornail, einem Dagger und Swire Boots. Dazu setzt sich zusätzlich zu 9 Pots. Ah, ich wäre hier ein bisschen auf Schaden gegangen und ein bisschen mehr Sustain. Ja, ich sag mal so, das ist Sustain hat er ja nur mit dem Thornail. Und man hat ja gesehen, unterm Tower gerade, wenn er ein bisschen passiv spielt, er haut sich ziemlich dann an ihn kaputt. Aber ich hätte mir trotzdem eher einen Sanguine's Blade jetzt geholt. Ja, ein bisschen Lifesteal. Ja, und du musst mit Ash musst du halt so viel monströsen Damage machen, dass er drunter mehr instant gezwungen ist, seine Ulti anzusetzen. Dann muss er halt versuchen, mit Queen wegzukiten. Also das ist so die einzige Chance, die er hier gerade hat. Das ist eigentlich auch, wie man Ash spielen müsste an dieser Stelle. Ja. Die einzige vernünftige Möglichkeit halt irgendwie Perma-Slow hinkriegen, vielleicht mit dem Frosthammer zusätzlich noch, für ein bisschen live. Ja, auf jeden Fall keine schlechte Wahl an dieser Stelle. Ja, um Tründermeer sich einfach vom Leib zu halten. Weil Tründermeer ist die Gefahr, er kann sich randrehen. Und wenn man es dann schafft, ihn so runter zu slowen, dass man wieder normal weglaufen kann, und jetzt geht's wieder los, zack. Ja, da zeigt Lothar einfach zu viel Angst. Wenn sich Tründermeer randreht, dann slowt halt Ricardo über Instant. Das könnte Lothar eigentlich ausnutzen, indem er einfach dann kurz im Stehen bleibt, einen Schlag eben abwartet und dann zusehen, dass Ricardo halt sein Slow verdonnert, aber... Ja, dann würde er auf jeden Fall wesentlich weniger Schaden fressen. Ja, weil er frisst nämlich maximal nur einen Schlag anstatt mehrere. Mhm.
Na, momentan hat jetzt Lothar dank Item-Vorteil ein bisschen wieder die Hosen an und könnte wieder langsam ein bisschen farmen. Also holt zumindest ein bisschen mit der Farm auf. Ich sag mal so, Trunemir kriegt ihn jetzt gerade nicht tot, also Ricardo. Aber andererseits kann Ash, da der Schaden fehlt, auch den Trunemir nicht töten. Das ist gerade so eine Patt-Situation. Und das mit Goldvorteil. Also ich sag mal so, wenn Ricardo wirklich jetzt irgendwann mal sterben sollte in dieser Zeit, man sieht den lächerlichen Schaden, der da gerade von der Ash rauskommt, dann ist Ricardo so überfeedet mit mittlerweile 5.100 Gold auf der Bank. Das war's dann. Dann kommt er an, dreht sich ran, haut die Ash zu Klump. Ja. Der ist mit Formnail, weil der wird sich 100% Lifesteal kaufen. Ich weiß jetzt nicht, Formnail schmeißt wie viel Schaden zurück? Muss ich 30%. Gerade nach? 30%. Also muss mindestens 30% Lebensraub haben, damit sie es lohnt. Ja. Dann warte drauf zu hauen. Ja, man sieht jetzt schon, der Formnail macht auf jeden Fall seine Arbeit. Oh, da geht die Ulti an. Da hat er jetzt verbrennen gedrückt. Das war jetzt sinnloses Abhauen vom Ricardo. Weil er stirbt trotzdem. Ja. Nee, er stirbt nicht. Ha! Ha! Und jetzt Da! Dein Distanzfeind! Nice! Aber nice! Aber das war's jetzt wahrscheinlich für Lothar. Ja. Weil jetzt Ricardo mit... Ja, er hat schon gerade was eingekauft. Er hat jetzt erstmal Instant Humus Ghostblade beendet. Ja. Den Quicksilver Slash, um gegen den Slow anzukommen. Und Seal für Speed. Schaden haut er auch so raus, wenn ihm einfach live fehlt. Und Lothar geht taktisch sterben. Ja. Okay. Wie viel Geld hat Lothar, dass es sich lohnt? 2100. Es lohnt sich tatsächlich ein wenig. Ja, auf jeden Fall besser als Ricardo ihn tötet. In dem Fall. Und das würde jetzt auf jeden Fall passieren. Lothar scheint wohl zugehört zu haben. Ja, er scheint zugehört zu haben. Also anscheinend derselbe Gedankengang. Mhm. Nicht ganz dumm. Endlich mal ein bisschen Schaden. Das ist nicht viel, aber auf jeden Fall besser als vorher. Mhm. Gegen, ja gut, Trindamere wird den Slow jetzt nicht viel ausmachen. Das dank ist halt seiner Quicksilver-Schärfe. Ja. Und holt auch mal weiter schön mit Creeps auf. Vor allem jetzt hat er auch Rüstungsdurchdringung durch Humus Ghostblade. Kann sich dadurch einen dicken Attack-Speed raushauen. Ja, ich sag mal so, es sieht nicht rosig aus. Ja, hier hat noch ein Abonnent geschrieben, dass man das auf einer anderen Karte machen sollte, weil das ja mehr mit Skill zu tun hat, wenn die Leute auch so backgehen können, also das verstehe ich irgendwie nicht. Also hier hat man dann quasi noch einen taktischen Vorteil, also hier muss man mehr taktisch denken und ich finde, da man hier schon mehr Taktik rangehen muss, hat diese Karte mit mehr Skill zu tun als die anderen Karten. So sehe ich das Karten, einfach. Hier muss man sich genau überlegen, lässt man sich jetzt vom Tower töten, tötet man den Gegner oder pusht man einfach nur, dass der Tower kaputt geht. Hier muss man überlegen, ob man den Gegner tötet, vor allem, weil es hier nicht so viel Geld bringt. Ja. Hier ist das wirklich eine taktische Entscheidung. Töte ich ihn jetzt, um in Ruhe pushen zu können, oder töte ich ihn jetzt lieber nicht, weil er sich dann zu viel kaufen kann? Ab wann ist es schlau, ihn nicht mehr zu töten und nur zu pushen? Ich sag mal so, Minkana hat jetzt den Vorteil, er hat die Thumbnail. Der Schaden von Trindamir ist reduziert und er haut sich selbst. Er könnte bestimmt eine gute Weile einfach an einem Tower draufhauen, ohne dass Ricardo ihm großartig Schaden machen würde, da er sich ja erstmal sozusagen niedrig schlagen lassen müsste. Da der einzige Schaden jetzt direkt außer von der Ghostblade halt von Dings ausgeht, von seinem Leben. Ich muss aber sagen, auch gegen hier Ash hätte ich Temo gepickt. So, jetzt geht Trindamir nochmal sterben. Beide tot. Das meinte ich mit dem Untertower-Fighten, Death-Fighten. Jetzt kommt Cloak of Agility. Für mehr Crit-Chance für Trindamir. Einigermaßen entspannt gerade. Naja. Sieht jetzt nochmal ganz interessant aus. Vor allem, weil jetzt sich diese große Minion-Wave zum Tower bewegt. Und vom Tower wieder mal zerschossen wird. Ohne den Tower selber anzugreifen, leider. Lothar hat sich jetzt Gürtels Riesengold. Langsam wird das doch ein bisschen mies für Ricardo, wie ich sehe. Ricardo braucht unbedingt jetzt eine Klinge der Endlichkeiten, Sanguins Blade und Schattenklingen. Langsam, ja, da ist der Lifesteal, den ich schon vorhin gesagt hatte, den er sich holen sollte, um langsam gegen das Formnail anzuhauen, weil er haut sich ja im Prinzip selber kaputt, wenn er unterm Tower kämpft. Ja. Er muss gucken, dass er Ash ein bisschen provozieren kann, so dass er den Kampf ein bisschen zu seinem Tower ziehen kann. Ja, und vor allem, da Ash einfach wirklich dann zum Tower rennt und dort fightet. Und wirklich dann die Ulti rausrückt und ihn so lange am Tower erhalten kann, weil sie einfach schon so lange überlebt, dass die Ulti dann der Tower ihn kötet nach der Ulti. Was zurzeit ja auch sein Problem ist. Aber jetzt sehen wir es los. Ja. Da ist die Ulti raus. Und Lothar hat sich die Heilsphäre gesammelt, die auch Mana wiederherstellt. So.
Ja, er hat keine. Doch, er hat schon wieder Ulti. Da, jetzt hat Lothar es auch mal richtig gecheckt. Ja. Na, warum Ricardo jetzt da noch. Ja, warum Ricardo das jetzt macht, verstehe ich nicht. Das war sinnlos. Ja, jetzt würde ich pushen an seiner Stelle. Jetzt ja, würde ich den. Ricardo muss auch viel, viel passiver jetzt gerade spielen. Lothar spielt halt eine Tank-Ash, was auch schon. Damit Slow dabei, das ist schon eine Nummer. Gerade gegen einen Champion, der halt nur AD-Schaden machen kann. Ja. Ja, aber momentan hat natürlich auch Ashmund den taktischen Vorteil einfach, dass sich Ricardo richtig leicht immer wieder zum Tower bekommt. Mhm. Ja, Ricardo denkt halt, ey, ich hab Ulti und ich spring da mal einfach hinter. Nur leider hält Minkana dafür jetzt zu viel aus. Ja. Der Underdog führt. Immer für die Außenseite, meine Damen und Herren. Obwohl, ich mag die Außenseite nicht so sehr. Er sammelt einen Health Relic nach dem anderen ein. Gönnt nichts dem lieben Ricardo und ist jetzt wieder voll. Ash hat wieder Ulti ab. Tryndamere ist kurz davor. Das weiß aber anscheinend Lothar nicht. Oh, aber schön gestunt. Gerade noch so in Tower Range. Ja, aber es hat nicht viel gemacht. Naja, leider. Klar, Tryndamere hat dafür einfach jetzt auch schon zu viel Life, um sich davon so direkt töten zu lassen. Aber doch eher ein ausgeglichenes Match, wie ich gerade sehe. Ja. Ja, schwieriger Start für ihn und die Ash haut auch ganz gut zu mittlerweile, muss man sagen. Aber ob es immer so eine Sache ist, gute Sache ist, Tryndamere direkt so zu Harrison. Ja, da klaut er ihm das Health Relic direkt von der Nase weg. Was im Endeffekt jetzt nur Abzüge Mana gab. Ja. Davon hat er aber auf Level 17 mittlerweile genug, um seinen W eine Weile zu spammen. Jupp. Also Ricardo braucht hier. Ricardo braucht hier unbedingt Dings. Auf jeden Fall Schattenklinge und Sanguinsblade, damit er erstmal ordentlich was haben kann. Und für den optimalen Damage halt Klinge der Endlichkeit. Ich bin echt gespannt, wie viel Gold hat er da, Tio? Lothar hat 2200. Ah, er macht's richtig. Er versucht jetzt einfach den Tower zu ficken, ne? Genau, Lothar hat 2300, Ricardo steht mit 1700 da. Mit 118 zu 130 Creeps, es wird knapper, sie kommen näher aneinander, was das betrifft. Hm. Ash ist halt einmal mehr gestorben, aber das war ein Tower-Kill. Also im Prinzip steht es wirklich 3-3. Wenn man den Kill jetzt mal nicht mitrechnet vom Tower. Warum er da jetzt nicht weiter... Da ist Quicksilver-Slash verbraucht. Ricardo will weiterfahren. Hm. Ja, das Blöde ist einfach... Er muss die Minions zum Tower durchkriegen, um seinen Plan durchzukriegen, damit Ash... Der Schaden ist gering noch von der Ash. Nur wenn er ihn jetzt gleich einmal tötet, dann wird auch von Ash der Schaden stärker. Ignite ist ready. Da kommt die Barriere. Hinter ihm ist ein Health Relic. Ricardo hat gepennt! Aber Ricardo hat nicht gepennt und hat's gewonnen. So, jetzt hat eine Ash den Frosthammer fertig. Wie angekündigt. Mhm. Und hat sich ein BF-Sword geholt. Jetzt dürfte auch ein bisschen Schaden drüber kommen. Wie viel Geld hat jetzt Ricardo? Ricardo hat jetzt 2500. Hm. Aber Ricardo haut jetzt, glaube ich, erstmal den Tower um. Ja, sollte auf jeden Fall machen. Für einen kleinen Goldvorteil. Und hier sollte Ricardo sich jetzt langsam überlegen, ob er jetzt taktisch stirbt oder nicht. Ja. Weil mit 2600 Gold lässt sich wieder viel machen. Ja. Nein, erstmal wird der Tower gepusht. Damit sind beide erste Tower dann down. Und er klaut ihm noch das Health Relic weg. Und macht noch ein bisschen Tower Damage auf den nächsten. Ja. Ja, er will ihn gleich töten, oder? Ah, schön. Quicksilver ist noch nicht wieder ready. Jetzt hat er ein kleines Problem. Ja, jetzt hat Ricardo gerade ein ordentliches Problem. Und weg ist er. Ja, und Ash hat keinen Flash, kommt nicht hinterher. Yep. Das ist halt das, was ich schon am Anfang gesagt habe. Das könnte ihm zum Verhängnis werden, dass er halt wirklich keine Mobility hat. Na, wenigstens Geist hätte er mitnehmen sollen. Ja. Er hat sich echt Frosthammer zu Ende gekauft, ha? Ja, habe ich gerade eben gesagt. Oh, oh. Deswegen, das ist ja das Problem jetzt. Der 100% Slow, der ihm halt immerhin jetzt im Nacken sitzt. Ah. Ricardo hat wieder Ulti ready. Ah, da hat er da seinen Jumus Ghostblade gezündet. Ja, Ulti leider zu früh, wie ich sehe. Und dann töten sie sich gegenseitig. Schön, aber die Minions von Mikana sind besser durchgepusht. Die werden jetzt gleich trotzdem ein bisschen den Tower schädigen. Das wird wahrscheinlich den
Holt sich Sanguine's Blade und Ricardo hat jetzt auch Schattenklinge fertig und Sanguine's Blade, aber kann sich immer noch keine Klinge holen. Sehr, sehr schade für den Ricardo an dieser Stelle. Die Klinge wäre echt nötig langsam, um den Schaden zu maximieren. Was natürlich Ricardo machen kann, um Lothar ordentlich zu ärgern, ist sich hier, gefrorenes Herz zu kaufen. Ja. Damit fickt er den Lothar ordentlich in den Arsch, weil gefrorenes Herz mindert seine Attack-Speed. Richtig dolle. Attack-Speed und er kriegt weniger Schaden von ihm. Also ein gefrorenes Herz wäre ein super Counter gegen eine Attack-Speed-Ash. Aber leider geht er nicht voll auf Attack-Speed. Er würde zurzeit mit Sanguine's Blade... Ich sag mal so, ich glaube, Lothar wird jetzt als nächstes auch versuchen, seine Schattenklinge fertig zu kriegen. Ja. Die dem Ricardo leider noch fehlt. Ash steht zurzeit bewegungslos am Tower. Hat er einen Disconnect? Oder Lothar wartet gerade auf irgendein Item. Wie viel Gold hat er momentan? 574, 80. Jetzt läuft er. Wohl eine kleine Überlegungspause oder sowas. Denkpause. Ja, jetzt kommt Ricardo mit ordentlich Damage hinterher. Ja, das Stun war ein bisschen sinnfrei. Und das war auch ein bisschen sinnfrei. Ja, aber er steilt jetzt auch gut aus. Ja, da kommen zweimal Heal hintereinander. Jetzt hat er gut geslowt. Ja, jetzt hat er gut geslowt. Da kommt das Ignite von beiden zu früh. Ja, aber ganz easy peasy macht das jetzt hier Ricardo. Ja. Also wenn sich Lothar jetzt nochmal so dumm anstellt, war es das, denke ich. Lothar hätte unter den Tower rennen müssen. Ja. Und wenn Lothar vergisst, wegzurennen oder einfach nur zu laufen, wenn er seine Ulti hat. Und gerade wenn er seine Ulti hat. Ricardo hat ja auch schön einfach seine Ulti rausgebaitet vorhin. Ja, ich sag mal so, die Ulti von Tryndamere heißt ja nur, er ist 3 Sekunden verwundbar. Du brauchst eh nicht draufhauen. Und er macht einfach nur verdammt viel Schaden. Er müsste ich dachte, er ist 5 Sekunden unverwundbar. 5 Sekunden? Mhm. Up to 5 Seconds mittlerweile, ja, tatsächlich. Ja, dann halt 5 Sekunden unverwundbar und macht einfach nur einen irrwitzigen Schaden, weil er halt Lowlife ist in dem Moment. Jetzt versucht er ganz schnell das Ding zu beenden, schafft es aber nicht ganz. Ja, weil hier wird langsam Ash zu einer stetigen Gefahr. Der Tryndamere hat nur noch 76 Sekunden auf seine Ulti Cooldown. Das heißt, er kann einmal pro Minute da wirklich jetzt knapp drauf springen auf die Ash. Yep. Die sie jetzt auch noch ein Cloak of Agility geholt hat. Ricardo hat vor zu campen. Ja, weil seine Ulti ist jetzt wieder ab und er hat auch noch seinen Exhaust ready. Ja, was macht Lothar hier? Versucht Lothar zu kaufen? Keine Ahnung, was er da versucht. Ich glaube, es hat niemand Lothar gesagt, dass man... Er hat doch gesagt, er kennt die Regeln. Na, ich glaube, er hat jetzt gerade rausgefunden, dass man jetzt nicht mehr kaufen kann. Ja, die Minions fallen schon mit One-Hit. Der Dicke wird jetzt aber Probleme machen. Ja, und Ricardo ist an der Stelle, will ich Lothar nochmal ordentlich trollen, wenn ich schon den Nexus Tower down habe. Weil hier funktioniert der Bug noch mit der Ulti. Also wenn Ricardo mehr oder weniger seine Ulti zündet, kann er ihn auch noch auf der Plattform erledigen. Boah, hat er sich schön weggedreht. Ja. Hier hätte er auf den Creep Donner müssen. Da hat Minkana ihn erledigt. Man sieht schon, die dicken Minions, die Super Minions, die Super Vasallen werden schon zu seinem Verhängnis. Ja, und einkaufen ist schon wieder nicht mehr Lothar und heilen auch nicht. Ja, ich glaube, das ärgert Lothar gerade ein wenig. Wie hat er sich jetzt einen Phantom Lancer gekauft? Ach so, weil er noch nicht über die Dings gelaufen ist. Man muss erst hier rüberlaufen, dann kann man nicht mehr einkaufen. Kann natürlich gut sein. Jetzt hat aber sein Ricardo hat auch seinen Phantom Lancer fertig. Ja, immerhin, den hat er schon etwas länger fertig. Naja. Jetzt fehlt beiden aber der kritische Schaden. Irgendwas, was super Schaden macht. Ricardo holt sich jetzt. Oh, okay. Rostammer. Ja, wenn er erstmal dran ist, kommt der Ash nicht mehr weg. Jetzt haben sie beide das Gleiche. Gut, eigentlich eine gute Sache, weil zurzeit hat er einfach den Vorteil. Ash tankt einfach mal gerade die Minions, weil sie es kann. Zackt sich genug hoch und gibt genug Schaden zurück, um weiteren Schaden an seinem Tower zu vermeiden. Lothar nutzt hier echt einen tollen Bug aus, muss man sagen. Welchen meinst du? Dass man halt so lange, man kann halt, wenn man einmal über den Inhibitor rübergelaufen ist, kann man nicht mehr einkaufen. Und jetzt kann mehr oder weniger Lothar hier noch konsequent immer weiter einkaufen. Ja. Ja, wenn Ricardo ihn auch weiter dort farmen lässt. Ja, und momentan kommen die Creeps halt immer wieder zu der Stelle, weil er halt Super Minions hat.
Und Lothar will ihn hier gerade ordentlich trollen, aber ich denke mal gleich wird Ricardo irgendwie den Tower noch einreißen. Ja, gerade wenn so ein Superminion da steht, der eine Weile den Tower eigentlich tanken kann. Ah ja, schon in Tower-Reichweite. Oh, da muss er weg. Ja, Lothar wird aber nicht den... Oh mein Gott. Ja, jetzt kann Lothar nicht mehr einkaufen, glaube ich. Ja, ich glaube, die erste Treppe markiert's. Meinst du? Ich hoffe es mal einfach für ihn. Ja, wenn er jetzt stirbt, dann ist das gewesen. Ja, auf jeden Fall. Wenn jetzt Lothar stirbt, ist es gewesen. Und wenn Ricardo stirbt, könnte es auch für Ricardo gewesen sein. Ja, er kann schnell genug angreifen dafür. Weil ab der 20. Minute ist die pro Minute eine weitere Sekunde. Ja, jetzt tot. Ist wohl nichts mehr mit einkaufen. Ja, ah, das ärgert Lothar ordentlich. Tadam. Ah, da hat sich zu spät umgedreht für den W. Ja. Ja, Ricardo will es jetzt wissen. Ja, Ricardo kriegt ihn auch. Naja, und? Das war vorhersehbar. Ja, das war's dann. Ja. Das GG dürfte, Lothar an der Stelle. Ja, das dürfte das jetzt gewinnen sein. Jetzt geht der Inhib down. Ich hoffe, jetzt er hat den Easy gedrückt. Das. Ja. Einfach, weil es sein musste. Aber doch ziemlich ausgeglichen. Unerwartet ausgeglichen. Ja, unerwartet ausgeglichen, auf jeden Fall. Lag vielleicht an der Tründermeer und der Tanky Ash. Ja, wieder in Ricardo-Sprache easy, meine Damen und Herren. Das war mal wieder Fame or Blame, meine Damen und Herren. Und ich würde sagen, das war eine faire Runde. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Fick dich, ciao.